Hallo ihr Lieben, Karmesin-Dryades Tipps und Tricks, Teil 4, keine Ahnung. Heute nähen wir und dazu habe ich einen Gast eingeladen, meine gute Freundin Dora. Die rote Dora, wie sie genannt wird, ihr werdet gleich sehen warum. Das ist ein bisschen umbaubedürftig gewesen, weil die Dora ist etwas größer als so ein kleines Heftchen, logischerweise. Und deswegen musste ich Platz für uns beide hier schaffen, musste ein bisschen umbauen mit dem Stativ und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass das funktioniert und dass die Beleuchtung was taugt. Wir haben natürlich den obligatorischen Barbara-Countdown mit einer sauren Pommes frites-Stange und drei sauren, angeblich grünen Korridilen, die nicht sehr grün sind. Ein bisschen grün haben sie schon. Und wir haben am Start unseren Prosecco, der heute kein Prosecco ist, sondern ein stinknormaler, einfacher Sekt aus dem Supermarkt. Dieses kleine Heftchen, woran ich gerade bastle, wird das Opfer von Dora und mir, indem wir ein bisschen rumnähen wollen. Hoffentlich funktioniert das. Wir haben das noch nie zusammen in solchen Sachen gemacht. Wir haben bisher immer nur in glattem Papier genäht. Aber wir schauen mal. Kurz zum Überblick. Das ist aus einem Briefumschlag, einem normalen DIN A4 Briefumschlag gefaltet, ein bisschen rumgedingst, rumgeklebt, Papierchen reingemacht, noch gar nicht groß was gemacht, ist noch sehr pur Natur, das heißt, wir haben hier auch noch viele Einzelseiten, in denen wir rumnähen können. Hier ist so ein kleines Teilchen. Ich schweife schon wieder ab, wir wollen doch nähen. Und Dora sitzt unten zu meinen Füßen und wartet. Das geht so nicht. So, also. Das kommt zur Seite. Das, ich befürchte, na, wir können gucken. Vielleicht können wir rauszoomen. Vielleicht können wir den Countdown da lassen. Oh ja, wir können rauszoomen. Und ihr seht das Chaos in der ganzen Güte. Schauen wir mal. Ich glaube, wir machen das mal so. Das basteln wir mal hier rüber. Badum, badum, badum. Ich befürchte, das Video wird länger als gedacht. Oder ich denke, es wird länger als befürchtet. Oder was auch immer ihr dazu sagt. Oh, Halleli. Dora wohnt hier. Dora ist ungefähr genauso alt wie ich, würde ich mal sagen. Von dem, was ich weiß. Aber sie ist viel schöner. Hier kommt Dora. Liebe Dora. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich tue mal das Weiß da drunter. Dann
seht ihr noch viel mehr von ihrer Schönheit, weil ihr dann durchgucken könnt. Schaut. Eine Olivetti Dora Reiseschreibmaschine. Ich muss mal kurz still sein, weil ich immer wieder fasziniert bin von dieser Schönheit. Ich hätte ihr ein schöneres Ambiente schaffen sollen. Vielleicht kann ich da noch was machen. Warte. Da geht noch was. Und wenn es nur ein Spitzendeckchen aus Plastik vom Action ist, liebe Dora, du hast Besseres verdient. Besser als nichts. Also, ach, ich habe sie vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, bei eBay entdeckt. Und ich war schockverliebt. Ich war so begeistert davon. Und dann noch in dem Rot. Es gibt sie auch in anderen Farben, glaube ich, aber... Ich muss mich mal einkriegen hier. Das wird ja sonst nichts. Also, unser Thema heute ist ja Nähen mit Dora, nicht Kuscheln mit Dora. Schlimm. Dauernd muss man die polieren. So. Das wird kein gutes Video. Das wird nicht gut enden heute. Doch, es wird. Nein. Wir wollen nähen. Was heißt nähen? Wir können ja nähen mit Nadel und Faden, mit der Nähmaschine. Und es gibt dieses Fake-Nähen, dieses Pseudo-Nähen mit einem Stift, in dem man einfach eine Naht simuliert, indem man drauf malt. Heute wird Dora unsere Nähmaschine sein. Sorry, Liebe. Und dazu nehme ich mir einfach mal ein. Wir fangen einfach an mit einem Blatt Papier. Allein schon das Geräusch. So, dann machen wir dich gerade. So. Zur Demonstration fange ich mal nicht direkt am Rand an, wo man normalerweise nähen würde, sondern in der Mitte. Allein damit wir, ich mach mal die Abstandshalter weg, damit wir durchnähen können.
Und jetzt können wir uns entscheiden. Kreuzstich, Zickzackstich, ein Dekorstich. Fangen wir mit Kreuzen an. Und jetzt muss ich meinen Sekt retten. Und ihr seht gar nichts. Deswegen. Alles anders als sonst. Da sehe ich jetzt die Dora. Aber ihr seht natürlich nicht, was ich jetzt hier gerade genäht habe, nämlich das da. Keine gute Idee, auf diesem braunen Papier zu nähen. Man sieht nämlich nicht viel. Ei, ei, ei. Vielleicht können wir das irgendwie anders machen. Nö, 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 bleib wo du bist. Hey, na gut. Können wir in der anderen Richtung weiter nähen. Zum Beispiel. Oder wir nähen ein bisschen eine Pseudo-Zickzack. Den wir vielleicht auch noch verdoppeln können. Oder umdrehen und dann lassen. Oder wir nähen. So, und ihr seht gar nichts. Weil ich zu blöd bin. Also machen wir das Gleiche noch einmal. Dieses Video ist nominiert für professionellstes Video des
neuen Jahres 2022. Oder wir machen den folgenden Stich. Oder wir nähen einfach nur so. Nicht jede Nähmaschine kann so viele wundervolle Sticharten. Was auch immer. Gut, wenn man sie nicht gut behandelt, dann macht sie Ärger. Aber wie ihr seht, so viele verschiedene Stiche. Wollen wir es mal probieren? In real. Oh, komm, wir nehmen mal hier einfach so so ein Heftchen außenrum. Was soll's? Wir nähen hier so ein Heftchen außenrum. Schlimmer kann es eh nicht mehr werden, das Video. Seht man endlich mal was. So, schauen wir mal, was machen wir? So nähen wir einmal außen rum. Immer schön gucken, dass es gerade ist. So gut es geht. Jetzt machen wir mal was anderes. Thank you.
machen wir noch die letzte Naht. Und wir haben, ich befürchte, das geht nicht. Ja, geht nicht, sehe ich schon. Das ist unsere Naht. Sind wir mutig? Probieren wir es? Nein, wir sind heute nicht mutig. Dafür und schon wieder kein einziges sauberes Teil gegessen. Sorry, Baba. Voll im Stress. Bewundern wir die Dora. Schaut sie euch an. Wahrscheinlich war dieses Video todlangweilig für euch. Wenn ihr eine Schreibmaschine habt, eine alte, es muss ja keine rote Dora sein. Es kann ja auch eine ganz einfache Brother sein oder irgendwas, was ihr irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller findet. Und das Farbband ist eingetrocknet. Es gibt Farbbänder überall zu kaufen. Kauft euch ein neues Farbband. Nicht nur, um hier so mit der Maschine zu nähen, sondern auch, weil es einfach unglaublich viel Freude bereitet, also zumindest mir sehr viel Freude bereitet, mit einer Schreibmaschine zu schreiben. Ich schreibe unglaublich gern mit Füller, wie ihr wisst. Ich schreibe auch gerne mit Bleistift. Kugelschreiber ist nicht so mein Ding. Das Krokodil ist jetzt meins. Aber das Schreiben mit einer Schreibmaschine ist so ein tolles Gefühl. Das ist sowas, dieses Haptische, dieses zu spüren, wie man einen Buchstaben durch Druck und durch mechanische Einwirkung aufs Papier bringt
Und er ist da, er ist nicht, der geht nicht weg wie im Computer, den man einfach einmal zurückgeht und den überschreibt. Ne? Der ist da. Du kannst Tippex nehmen, aber du wirst es immer sehen. Und das ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist genauso auch wie mit Füller oder mit Bleistift zu schreiben. Nein, das ist wieder anders. Mit Füller zu schreiben, es ist halt da, ne? Es geht nicht weg. Mit Bleistift ist wieder ganz anders. Es gibt unglaublich viele berühmte Schriftsteller, die nur mit Bleistift geschrieben haben, weil sie gesagt haben, es fällt ihnen leichter, mit Bleistift zu schreiben, weil sie jederzeit das wieder ausradieren können und nicht die Hemmung haben, etwas geschrieben zu haben, was für immer da ist. Aber trotzdem siehst du natürlich das Radieren, ne? Insofern, ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll. Und das ist eigentlich auch gar nicht das Thema dieses Videos. Wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat, wird es wahrscheinlich jetzt tun oder versteht, wovon ich rede. Dieses Nein, solche Sachen sollte man nicht so spät am Abend machen. Okay. Zurück zum Thema. Nähen mit Dora. Nicht so schön geworden, das Video, wie ich es mir vorgestellt habe. Ihr wisst, worum es geht, was ich meine. Probiert es aus. Vielleicht mache ich das nochmal in einer etwas professionelleren Variante. Ich habe jetzt eh überlegt, ob ich nicht anfange, auch zwischendurch ab und zu mal englische Videos zu machen. Einfach so aus Spaß, um mehr Abonnenten zu bekommen. Nein, Quatsch. Mal sehen. Vielleicht mache ich nochmal ein Nähen mit Dora Video auf Englisch, das dann hoffentlich ein bisschen strukturierter wird. Aber ihr kennt mich ja, ich bin nicht strukturiert und ich spiele so gerne an der Dora. Nein, das klingt jetzt total doof. Ich liebe meine Schreibmaschine, weil sie wunderschön ist und ich schöne Dinge liebe. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Und ich esse jetzt noch so ein Krokodil und trinke noch meinen Sekt aus.